Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video auf meinem Kanal. Ja, heute wollte ich mal ein Video über meine Dashcam machen. Ich wurde jetzt vermehrt in den Kommentaren gefragt, was für eine Dashcam ich da habe, wie ich das Ganze verbaut habe, seit wann ich die habe, wie das Ganze funktioniert und alles drum und dran. Genau, da wollte ich euch mal ein bisschen zeigen, was genau ich da verbaut habe, wie ich das verbaut habe. Ich werde euch auch mal so ein bisschen mit reinnehmen, wie es rechtlich da so aussieht. Da das ja so eine Grauzone und so ein Thema in Deutschland halt ist. Und ja. Zuallererst, warum habe ich überhaupt eine Dashcam verbaut? Also ich hatte mal einen Unfall vor mehreren Jahren mit einem alten Auto von mir und das war so der ausschlaggebende Punkt, wo ich mir dann gesagt habe, hey, ich würde schon gerne eine Dashcam im Auto mal haben, um vor allem für solche Vorfälle gewappnet zu sein, da das ja damals dann auch so ein Thema war mit, wer war jetzt schuld, obwohl die Schuldfrage eigentlich eindeutig war. Und am Ende ging alles gut, ne? Aber das war so halt der Auslöser, warum ich halt da eine Dashcam mir dann zugelegt habe auf Empfehlung von einer Bekannten. Und ja, das ist so die Hintergrundgeschichte, warum ich das mal gemacht habe. Und bis dato, muss ich sagen, kam es auch schon einmal zum Einsatz. Und zwar bin ich mal abends in einem abgelegenen Waldgebiet bei mir unterwegs gewesen. Und ja, vor mir war dann eine betrunkene Fahrerin, die wirklich absolut geistesgestört gefahren ist, wirklich absolut geistesgestört, hat schon lebensgefährlich andere auch bedroht. Ja, und da kam die Dashcam halt super zum Einsatz, hatte ich halt da dann die Polizei verständigt während der Fahrt, dies und das geht gerade ab, und dann haben die mir gesagt, bleiben sie halt dran, ja, und dann sind wir auch dran geblieben. Und letzten Endes waren dann die Dashcam-Aufnahmen ziemlich hilfreich. So, wir fahren auch zwischendurch die Bahn vorbei. Also falls man mich da nicht versteht, ich werde zwischendurch versuchen, mal Pause zu machen, während die Bahn vorbeifahren. Auf jeden Fall, das war so der einzige Einsatz, den es bisher gab. Und hoffentlich bleibt es auch nur bei dem einen Einsatz. Aber ja, so viel zur Einführung. Jetzt nehme ich euch mal mit und zeige euch mal genau, was für eine Dashcam ich da habe. Und ja. So, da sind wir jetzt im Auto. Also, das ist das gute Stück, das ist die Dashcam, so sieht die aus, so ist die auch verbaut. Genau, was für ein Modell habe ich mir da bestellt? Also ich habe mal ein bisschen recherchiert und wie gesagt, ich habe die mir ja auch auf Empfehlung von einer Bekannten geholt, die das auch bei sich in ihrem Scirocco verbaut hat. Und Grüße an der Stelle, ich hoffe, wir sehen den Scirocco auch mal bald auf dem Kanal. Auf jeden Fall habe ich die jetzt seit einer Weile im Auto und die ist bisher super. Ich kann euch da auch gerade nicht genau sagen, welches ich da gekauft habe, da es die auch nicht mehr gibt. Allerdings gibt es genug ähnliche Dashcams mittlerweile auch bei Amazon und Co. zu kaufen. Und ja, so ein paar Vorteile von so einer Dashcam sind natürlich ganz klar, wenn man halt einen Unfall hat, verfügt die über so einen G-Crash-Sensor, dann nimmt er halt genau diesen Unfallmoment und Co. halt auch auf, wird separat abgespeichert. Man kann sogar so eine Dashcam verwenden, ob das jetzt legal ist oder nicht, weiß ich nicht, aber man könnte die jetzt auch auf 24 Stunden Fahrzeugüberwachung umschalten. Das ginge zum Beispiel auch. Die hat auch sowas wie eine Nachtsichtfunktion zum Beispiel, dass die auch bei dunkler Fahrt alles perfekt aufzeichnet. Also es sind ziemlich viele Vorteile, die so eine Dashcam hat, und eigentlich auch gar keine Nachteile. Also mir würde nicht ein einziger Nachteil einfallen von so einer Dashcam. Also es sind wirklich nur Vorteile und keinerlei Nachteile. Ich kann mal gucken, kann man das von hinten hier ein bisschen auffangen. Ja, ich will die jetzt nicht abschrauben, aber ja. Genau, so sieht das aus. Genau, dann nächste Frage. Ja, wie habe ich das Ganze eingebaut? Also wie man sieht, das Ganze ist hier über so einen Saugnapf einfach an der Scheibe befestigt. Und da gehen zwei Kabel von. Ein Kabel ist für die Stromversorgung. Das ist quasi das Kabel für die Stromversorgung. Und das zweite Kabel ist für die hintere Dashcam. Und zwar habe ich bei mir hinten auch natürlich eine Dashcam, die ist einfach nur oben auch festgeklebt, verbaut. So bin ich quasi von hinten und von vorne abgesichert.
Die Dashcam vorne hat auch einen 360 Grad oder was ist das, 360 Grad Winkel oder 90 Grad, keine Ahnung. Auf jeden Fall fängt die so ziemlich alles auf, was davor so stattfindet. Und die hintere ist auch mit Nachtsicht ausgestattet. Das heißt, genau, das sind die beiden Anschlüsse. Und wie habe ich das verlegt? Ja, ich habe jetzt quasi einfach die Kabel hier oben am Headliner entlang verlegt. Hier dann an der A-Säule entlang, einmal runter und da sieht man es auf dem Armaturenbrett hier einmal so rumverlegt und ein bisschen verstaut und dann hier über den Stromoutput, genau über die Steckdose da angeschlossen. Und darüber läuft das dann quasi. Und genau so habe ich das Setup gemacht für die hintere Kamera. Da habe ich das zweite Kabel quasi hier oben entlang verlaufen lassen. Da sieht man auch ein Stückchen, auch an der Säule. Runter, einmal hier schön dahinter vertuckt. Vielleicht sieht man das dahinter. Da ist dann noch das Kabel. Das habe ich dann einmal hier hinter durchgeroutet. Dann unten, unter die Türverkleidung, unterhalb der Türverkleidung an der Ausstiegsleiste. Da habe ich die Ausstiegsleiste abgeklipst. Darunter dann das Kabel verlegt. Ja, und dann hinten halt einfach an der Seite von der Rücksitzbank hochgezogen bis dahin. Und so ist eigentlich der Aufbau verlaufen. Also ziemlich einfaches Setup, wirklich sehr, sehr einfach. Ich hatte da jetzt aber auch keinen Bock, großartig Dachhimmel abzubauen und das Kabel wirklich geistesgestört zu verstecken und so. Mich stört das so jetzt nicht. Deswegen, aber man kann es natürlich auch noch ein bisschen sorgfältiger verbauen, wenn man die Kabel jetzt gar nicht mehr sehen möchte. Aber für mich hat das so gepasst. Genau, das habe ich bei mir so verbaut. Ich habe auch bei manchen gesehen, die haben es zum Beispiel komplett hier drunter dann verbaut und auch gar nicht mehr über die Autosteckdose laufen lassen, sondern direkt per Stromquelle verbunden. Natürlich geht das auch. In meinem Fall wäre das jetzt ein bisschen Overkill gewesen. So, ich wollte euch jetzt eigentlich mal zeigen, was so ein paar Funktionen von der sind. Allerdings, boah, man sieht den Screen wirklich sehr schlecht auf dem Video. Gucken wir mal, können wir das ein bisschen heller machen? Ja, so geht's. Auf jeden Fall, man sieht ein bisschen was. Genau, also ich kann euch mal durch ein paar Funktionen durchlotsen. Oben rechts ist der kleine Bildschirm für die Rückfahrkamera und der Hauptbildschirm ist natürlich ganz klar für die Hauptkamera vorne. Genau, das ist so im Grunde genommen, wie es immer aussieht. Das Teil startet, sobald man Zündung anschaltet, ne? Sobald man dann so das Schlüssel reinsteckt, startet es quasi. Dann gibt es immer so einen kurzen Sound und dann startet es hoch. In der Dashcam selber ist unten drunter in einem Schlitz eine SD-Karte drin. Die ist bei mir jetzt 32 GB groß. Boah, man sieht ja hier gar nichts auf dem Bildschirm. Ach, zu viel Sonne heute. Knallt einfach zu sehr. Genau, aber genau, und da gibt es so ein paar Besonderheiten für die Dashcam. Also man kann eigentlich ziemlich viel einstellen. Man könnte zum Beispiel einstellen, will man die Videoaufnahmen durchgehend laufen lassen, dann wird einfach der Speicher komplett belegt. 32 GB, sobald es voll ist, wird die älteste Aufnahme überschrieben und man startet wieder von vorne. Man kann immer nur Videos in maximal 8 Minuten Länge aufzeichnen. Das heißt, 8 Minuten wird ein Video aufgenommen, dann direkt das nächste, dann direkt das nächste. Und das älteste wird immer überschrieben, um halt Speicherplatz optimal zu nutzen. Man könnte sich zum Beispiel auch vielleicht eine 60 GB Karte da reinpacken. Ich glaube, die unterstützt auch bis 60 GB. Und dann könnte man so ziemlich viel raufpacken. Ich komme aber gleich beim Thema, wie lange was man wo aufnehmen darf, beim Thema Rechtliches dazu. Auf jeden Fall ist das so das Grobe, was ihr da machen könnt. Es hat auch eine Night Vision, die kann man manuell anschalten. Ich habe die jetzt bei mir automatisch an. Das heißt, sobald es abends ist, ist immer die Night Vision an. Dann ist das halt perfekt für die Nacht geeignet und man sieht dann auch eigentlich so ziemlich alles, was man sehen muss. Genau. Dann gibt es auch weitere Funktionen. Zum Beispiel, man kann sich das Datum einblenden lassen und die aktuelle Uhrzeit. Das ist jetzt auch bei mir drauf. Vielleicht sieht man das ganz schwach. Na, Fokus. Ja, da sieht man es doch ein bisschen. Datum, Uhrzeit ist drauf. Es gibt eine Funktion, die nennt sich Loop-Funktion. Was das ist, ist quasi das, was ich gerade beschrieben habe, dass immer das Älteste dann überschrieben wird und gelöscht wird. Die Recording oder die Aufnahme startet immer automatisch, sobald man es anschaltet. Also sobald man Zündung anmacht, startet immer automatisch das Recording.
Und ja, wie gesagt, dann ist halt diese Loop-Funktion, dass immer das älteste Video gelöscht wird. Dann gibt es auch die Funktion, diesen G-Sensor oder Crash-Sensor, sage ich jetzt mal, anzuschalten. Der ist dafür da, wenn jetzt zum Beispiel ein Unfall geschieht, registriert das Gerät, dass gerade eine Erschütterung oder so stattgefunden hat, oder ein Beschleunigungssensor, dass gerade ein erhöhter Aufprall oder Co. stattgefunden hat, und speichert genau dann die letzten paar Minuten und die paar Minuten danach an Aufnahme ab, gesichert, sodass man die zum Beispiel für so einen Fall vor Gericht zum Beispiel verwenden kann oder zur Beweisvorlage und Co. Ne? Dafür wäre sowas zum Beispiel da. Boah, der Fokus geht mir richtig auf die Eier. Hör mal. Ja, das ist das. Man kann hier auch die Aufnahmen abspielen lassen zum Beispiel. Das, was man aufgenommen hat, kann man auf der Kamera laufen lassen und sich auch angucken. Oder man kann halt alternativ auch die SD-Karte einfach rausnehmen und vielleicht am PC oder so anschauen. Das sind so die allgemeinen Sachen, die man da wissen muss. Genau, Sprache kann man sich auch einstellen. Das Ganze geht bis 1080p in Full HD, also vollkommen ausreichend. Es gibt auch diverse Kameras, die in 4K und Co. aufnehmen, aber habe ich bis jetzt nie gebraucht. Ich habe mir schon öfters mal die Aufnahmen angeguckt, wenn mir zum Beispiel Vorfahrt und Co. genommen wurde. Dann kann man nämlich manuell auch zum Beispiel eine Aufnahme starten. Falls das jetzt nicht aufgenommen wird automatisch, und da hat immer alles gepasst, also mit der Videoquali hat immer super gepasst, genau. Ja, und soweit, das war's eigentlich zu den Funktionen. Also es gibt nicht wesentlich viel, es ist einfach nur eine Dashcam, die ihren Zweck erfüllen soll für mich. So, jetzt habe ich die gerade auch ausgeschaltet, beziehungsweise die Zündung raus. Da gibt es noch ein paar rechtliche Sachen zu klären. Also das Thema Dashcam ist ja so eine Sache in Deutschland, ne? Ich meine, wir leben ja hier in einem Land, wo so ziemlich alles überreguliert ist. Ich meine, hier pissen sich die Leute schon in die Hose, wenn du ein Stückchen Plastik auf dem Kofferraum hast. Bloß weil es keine ABE-Nummer hast, wird dir dein Auto für sowas stillgelegt. Also ist schon wirklich teilweise sehr, sehr, sehr blöd, muss ich ganz ehrlich gestehen. Aber das sei mal so hingestellt, das ist jetzt nur meine persönliche Meinung, wie es bei Dashcams aussieht. Ja, Dashcams sind grundsätzlich erlaubt in Deutschland und können auch zur Beweisvorlage im Gericht zum Beispiel verwendet werden. Allerdings ist das auch immer von Fall zu Fall abhängig. Was grundsätzlich so eine Dashcam für Voraussetzungen haben muss, ist, dass die nicht durchgehend das Verkehrsgeschehen aufzeichnet. Das ist zum Beispiel ganz wichtig. Also man darf sich jetzt nicht zum Beispiel dauerhaft irgendwie den Verkehr aufzeichnen mit Kennzeichen und Co. Das würde zum Beispiel gegen das Datenschutzgesetz verstoßen, vor allem wenn man diese Aufnahmen dann irgendwie öffentlich hochlädt auf YouTube und Co. Muss diese Dashcam über diesen Crash-Sensor, über diese Funktion verfügen, so dass immer nur eine Aufnahme beim Aufprall zum Beispiel effektiv aufgezeichnet und gespeichert wird. Dann sollte auch, wie gesagt, diese Loop-Funktion vorhanden sein, dass keine Aufnahme dauerhaft gespeichert wird, sondern immer die älteste Aufnahme überschrieben wird und Co., weil es kann ja nicht sein, dass man irgendwie immer die Dashcam anschaltet kurz vor einem Unfall. Das ist ja vollkommener Schwachsinn. Manchmal kann es auch sein, dass der Unfall gar nicht mal so gravierend ist, dass es nicht zu so einem Aufprall kommt. Und dann würde zum Beispiel der Crash-Sensor gar nicht erst greifen. Oder man fährt über ein Pothole, über ein Schlagloch, und dann greift schon der Sensor. Das ist ja auch wieder nicht Sinn und Zweck des Ganzen. Deswegen halt auch diese Loop-Funktion. Das sind so die drei Kern-Dinge, die man beachten sollte, wenn man so eine Dashcam hat oder verwenden möchte. Wie sieht's aus grundsätzlich? Ja, wie gesagt, grundsätzlich kann man so eine Dashcam auch vor Gericht verwenden, die Dashcam-Aufnahmen. Und da spricht auch grundsätzlich nichts dagegen. Es gibt wohl auch Fälle, wo zum Beispiel gesagt wird, es muss von beiden Seiten oder von allen Parteien zugestimmt werden, dass die Dashcam-Aufnahme als Beweismittel vorgelegt wird, was ja natürlich auch irgendwie kompletter Schwachsinn ist. Aber wie schon gesagt, wir wohnen ja in einem Land, wo so ziemlich alles überreguliert ist. Deswegen muss man halt selber gucken, wie man da irgendwie zurechtkommt. Ja, bestes Beispiel, war mal in der Stadt unterwegs, vor ein paar Jahren geparkt. Saß im Auto, ein älteres Pärchen parkt vor mir ein, rückwärts, und hat wohl den Abstand überschätzt und hat mir dann auch die Front geküsst, ne? Wirklich, hat das Auto auch zum Wackeln gebracht. So, dann hatte ich das Ganze auch auf der Dashcam registriert, weil meine Zündung 1 war ja noch an.
Und dann bin ich natürlich ausgestiegen und habe die auch gefragt, hey, ihr seid ja mal gerade drauf gefahren. Und haben sie direkt gesagt, nee, nee, war nicht. Ja, direkt erstmal abgestritten, dann habe ich das denen nochmal gezeigt. Ich habe da eine Dashcam, das Ganze wurde aufgezeichnet. Also möchten sie das wirklich nochmal überlegen, was sie da gerade gesagt hat. Dann haben sie sich beide gegenseitig angeguckt und dann noch letztlich zugegeben, dass sie dann doch vielleicht mein Auto berührt haben. So, und dann konnten wir das auch untereinander klären. Aber wie gesagt, mit solchen Fällen hat man es ja doch schon mal zu tun, wo die Leute dann auch abstreiten, dass sie in der Schuld stehen. Deswegen finde ich so eine Dashcam mega. Ich würde auch nie wieder ohne Dashcam fahren. Und wie gesagt, das war auch bisher noch nie ein Thema, da die auch rechtlich alle Funktionen hat, die vorgeschrieben sind. Ja, und so viel zur Dashcam eigentlich. Also hier sieht man das Ganze nochmal von außen. So sieht das Ganze dann aus. Zack, da ist er doch. Genau. Ja, das war eigentlich so ziemlich alles, was ich dazu zu erzählen habe. Wie gesagt, meine Erfahrungen bisher mit der Dashcam waren immer super. Und ja, ich könnte da jetzt ein kleines Fazit rausziehen. Also ein Fazit ist definitiv, lohnt sich für eigentlich jeden. Ich würde jedem empfehlen, wenn man kann, legt euch so eine Dashcam zu, baut die ein, stellt sicher, dass die rechtlichen Vorgaben erfüllt und dann gibt's auch gar keine Probleme und ihr werdet es nicht bereuen. Also so eine Dashcam ist wirklich super und das ist jetzt ja auch auf gar keinen Fall irgendwie eine bezahlte Werbung oder unbezahlt, ist gar keine Werbung. Ist einfach nur eine persönliche Empfehlung von mir an alle Autofahrer. Legt euch eine Dashcam zu, dann kann euch auch keiner an die Karre pissen, auf gut Deutsch gesagt. Und ja, wie gesagt, ich habe schon ein paar Anwendungsbeispiele oder Fallbeispiele genannt, wo die auf jeden Fall zum Nutzen kamen. Deswegen ja, gibt's da eigentlich auch nicht kaum viel, was dagegen spricht. Ja, ich hoffe, das Video war informativ für euch und ich würde mich da auf jeden Fall freuen, wenn ihr euch mal in den Kommentaren austobt und mir da mal eure Meinung zu dem Thema Dashcam nennt und mir vielleicht auch sagt, ob ihr da Dashcams habt. Grundsätzlich, falls ihr euch überlegt, eine Dashcam zuzulegen, würde ich euch auf jeden Fall raten, ein bisschen Research zu machen, welche bei euch am besten passt. Es gibt wohl auch OEM, also originale Dashcam-Lösungen, zum Beispiel von BMW gibt es ja auch originale Dashcams, die man sich einbauen kann. Allerdings kostet dann so ein Teil gut und gerne mal 400-500 €, was ich nicht einsehe. Also ich habe für die Dashcam keine 50 € gezahlt, also ich bitte dich. Das wäre ja auch schon wieder Hammer. Auf jeden Fall, ja, lasst gerne ein Like da und ein Abo, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Ja, und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen restlichen Tag, ne? Bis zum nächsten Mal.